Hallo, herzlich willkommen bei Katrin Jäckel Beratung. Wir sind heute mit dem ersten Video am Start, was ein bisschen aufregend ist. Und ich sitze hier umgeben von Technik und einem Filmteam und meiner Tochter / Kollegin in der Ernährungsberatung, gerade wenn es um die Geschichte Kinderwunsch geht. Wir wollten uns als erstes mal ein bisschen vorstellen und ich setze mich jetzt mal bequem hin, weil ich sitze nämlich gerade wie, als wenn ich den Bus verpasst hätte. Also zu mir, ich heiße Katrin Jäckel, habe 1993 das staatliche Examen als Diätassistentin gemacht und bin seit 1994 selbstständig tätig. Zwischendurch habe ich noch ein paar andere Jobs gemacht und bin jetzt wieder dabei, die Selbstständigkeit aufzubauen. Und wir ziehen es jetzt mal ganz anders auf, nämlich ein bisschen moderner und neuer. Und jetzt kommt dann meine Tochter und Kollegin mal ins Spiel, die liebe Luisa. Ja, also ich bin die Luisa, bin fast 26 Jahre alt. Meine Mama macht ja schon lange Ernährungsberatung und ich selbst habe vor ungefähr 6 Jahren die Diagnose PCO-Syndrom bekommen und habe mich damit an meine Mama gewendet und stellen da jetzt ein bisschen was zusammen auf die Beine, weil wir festgestellt haben, dass von Frauenärzten leider nicht so viel geholfen werden kann und man gerade auf Instagram merkt, dass das Thema ganz groß ist und viele Frauen ganz viele Fragen zu dem Thema haben. Ja, und das ist ja auch eine Sache, auf die du mich aufmerksam gemacht hast. Also ich hatte vorher so die Verquickung Kinderwunsch und Ernährungsberatung gar nicht so auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Hattet schon mal ein paar Damen in einem Abnehmkurs, die eigentlich deswegen abnehmen wollten, um ihre Chancen auf eine Empfängnis zu vergrößern. Du hast mich dann wirklich erst darauf gebracht und da möchte ich jetzt ganz gerne, dass du mal von diesem Satz erzählst, den diese eine Gynäkologe dir um die Ohren geschmettert hat, was ich immer noch unfassbar finde. Genau, also als Kinderwunschpatientin, gerade mit Übergewicht und PCO, macht man ja oft eine ewig lange Reise an Frauenarztbesuchen, Hausarztbesuchen durch und gerät da an die unverschämtesten Ärzte eigentlich. Und irgendwann fiel halt der Satz, ja, sie sind zu fett, sie müssen einfach abnehmen. Dieses einfach abnehmen ist nur mit PCO-Syndrom, was auch oft mit einer Insulinresistenz zusammenhängt, nicht ganz so einfach, wie man das so kennt. Da bringt halt eine 3 Tage Kohlensuppe-Diät nicht viel. Und ich habe es halt immer wieder versucht, auch wir zusammen, und haben gemerkt, dass es einfach nicht funktioniert. Trotz Disziplin und Sport, trotz Hungern funktioniert einfach gar nichts. Und dann haben wir aktuelle Studien durchgeschaut und haben zusammengestellt, wie man da was machen kann, dass Leuten mit dieser Diagnose wirklich passend geholfen werden kann. Ganz wichtig dabei ist mir halt auch, also einmal dieser Satz von wegen, sie sind zu fett, das sagt man einfach auch mal nicht, das ist einfach mal so, das ist nicht ganz so nett. Genau, du hast ja auch nicht gesagt, sie sind zu alt, um irgendwie mit Frauen zu reden. Das finde ich ganz wichtig, dass man einfach auch zeigt, pass mal auf, ich verstehe dein Problem, ich weiß, wie ich dir helfen kann oder ich versuche dir wenigstens zu helfen. Und macht es nicht, wie eine junge Frau auf Instagram geschrieben hat, dass sie im Prinzip von dem Arzt, als sie ihm gesagt hat, hier, pass mal auf, ich habe eine Essstörung, irgendwelche Diätpillen in die Hand gedrückt bekommen hat. Das finde ich wirklich echt krass, was macht man nicht. Als ich Luisa beraten habe, haben wir irgendwann festgestellt, dass es so ein bisschen besser wurde, als sie halt eben eiweißbetont Abend gegessen hat. Da haben wir so ein bisschen gemerkt, jetzt hat sich so langsam was getan. Haben es aber auch nicht wirklich verfolgt. Wir haben das so ein bisschen irgendwann aus den Augen verloren. Ja. Und witzigerweise, ich bin zertifiziert. Das heißt, dass man halt die Ernährungsberatung bei mir über die Krankenkassen abrechnen kann oder bezuschussen lassen kann. Für diese Zertifikation muss ich aber in einem Berufsverband sein. Da bin ich jetzt neu eingetreten, in einen anderen, als ich vorher war. Und die verschicken halt regelmäßig auch Fachzeitschriften. Und die erste Fachzeitschrift, die ich erhalten habe, ging tatsächlich um das Thema Kinderwunsch und Ernährung. Und das war für mich halt auch nochmal so ein Zeichen, ja, kümmer dich mal darum. Und was kann besser sein, als wenn man jemanden an der Hand hat, der selber betroffen ist? Es ist natürlich klar, dass ich gerne Enkelkinder haben möchte, deswegen engagiere ich mich da jetzt ganz besonders. Aber Spaß beiseite, ich finde es halt ein ganz wichtiges Thema.
Und ich möchte einfach jetzt mal versprechen, dass die Frauen, die sich an uns wenden, lieb und freundlich aufgenommen werden. Dass wir einfach uns mit euch zusammen um euer Problem kümmern, schauen, was kann man verbessern, wie kann man euch beraten, euch ernst nehmen. Und wir nennen das Ganze so ein bisschen das Nestbereiten. Das Nestbereiten für das Kind, was ihr kriegen sollt. Und wir werden euch oder wollen euch behandeln als Frauen, die quasi schon sich ganz eng mit ihrem Kind, was sie bekommen wollen, auseinandersetzen und nicht, naja, vielleicht kannst du mal schwanger werden. Ja. Na, also wir wollen, dass ihr euch selber lieb habt in der ganzen Geschichte mit Ernährungsberatung, Umstellung, Vorbereiten auf das Kind, und genau so wollen wir euch aufnehmen und mit euch zusammen diesen Weg beschreiten. Was mir halt auch einfach wichtig ist, sich nicht alleingelassen fühlen, sondern irgendwo angenommen zu werden und offen über seine Probleme reden zu können. Der Kinderwunsch ist natürlich auch immer so ein Thema, wo man sich vielleicht, wo es auch einfach ein bisschen mit Charme behaftet ist, wo man nicht mit jedem drüber redet. Und da ist es mir wichtig, so einen Raum zu schaffen, wo man wirklich darüber reden kann, wie es einem geht damit, welche Sorgen man mit sich rumträgt. Und da einfach in einem lieben Team miteinander arbeiten kann und ja, das Nest bereiten kann. Ein gutes Stichwort von dir, nicht alleine sein, also nicht alleine mit dem Thema umgehen müssen. Das ist ja eine Sache, die, wenn man schon alles Mögliche versucht hat, ist es ja durchaus eine Sache, wo man unheimlich viel Frust aufbaut. Und dieser Frust und dieser Druck, unter den man sich dann stellt, macht die Sache ja definitiv nicht einfacher. Ne? Man ist dann angespannt und will unbedingt und man will es den anderen auch beweisen und dann kommt das Umfeld. Na, wann ist es denn jetzt endlich soweit und immer noch nicht und bla. Und wir wollen den geschützten Raum tatsächlich anbieten, wo halt nicht nur Ernährungsberatung ist, sondern einfach auch ein Austausch untereinander. Deswegen möchten wir halt eben auch gerne das in Gruppen anbieten. Wir haben ein Seminar geplant, so ein Wochenendseminar, wo einfach, ich nenne das Mädelswochenende, wo einfach so ein paar Mädels zusammenkommen, wo wir zusammen kochen, wo wir zusammen erzählen, wo ihr aber auch ganz viel lernt, wo ihr Rezepte bekommt, wo ihr Rezepte ausprobieren könnt und wo ihr einfach mal unter euch sein könnt und einfach mal sagen könnt, ey, Mann, manchmal bin ich halt auch einfach traurig. Da darf auch durchaus geweint werden. Wir kaufen auch noch eine Box mit Kleenex dafür. Aber es soll auch viel gelacht werden. Und das, wie gesagt, diesen Raum bereiten, das finde ich ein schönes Stichwort, den Raum zu geben und zu sagen, hier dürft ihr einfach darüber reden, alles rauslassen und dann lernen, wie ihr das Nest wirklich gut bereiten könnt. Ja. Also wir freuen uns, wenn wir schon einige Fragen von euch beantwortet haben mit dem Video. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Wir können auch gerne nochmal ein Video drehen mit Fragen von euch. Oder schaut bei Instagram vorbei. Die Profile sind in der Infobox verlinkt. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir machen das gerne wieder. Ja, hat großen Spaß gemacht. Wie gesagt, war unser Erstlingswerk, deswegen seid gnädig und nicht so fiese Kommentare schreiben, sonst bin ich ganz traurig. Wir kommen bestimmt mal wieder um die Ecke und erklären euch das eine oder andere. Wie gesagt, ihr könnt uns auf Instagram jederzeit auch Nachrichten schreiben. Ja. Und bis dahin, habt's schön. Tschüss.